Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von About Cars. Heute zeige ich euch mal, wie man die Leuchtmittel im Passat B6 tauscht, in diesem Fall Halogenleuchtmittel H7. Ich habe mir dazu Lampen von Gradlights bestellt, in Xenon-Optik. Ja, zu viel kann man davon natürlich nicht erwarten, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, hier seht ihr nochmal den Serienzustand. Und hier habe ich auf der Beifahrerseite schon einmal die Leuchtmittel verbaut. Und ich finde, man kann schon einen Unterschied sehen. Das Licht wirkt schon schön weiß. Kommt natürlich lange nicht an originales Xenon ran, aber das sollte ja klar sein. Ich muss dazu noch sagen, dass die Standlichter in diesem Video schon extrem blau aussehen. Die sind natürlich schon blau, das kann man nicht anders sagen, aber in echt dann doch nicht ganz so krass wie hier. Genau. Hier kann man nochmal schön einen Vergleich sehen. Ja, die Bildqualität ist jetzt leider nicht die beste. Das Video ist schon etwas älter. Ich habe das Video mit der alten Kamera noch aufgenommen. Ich wollte einfach mal ein bisschen warten und schauen, wie sich die Leuchtmittel im Alltag so schlagen. Und ich muss sagen, es ist ganz in Ordnung. Allerdings könnte es gerade bei Nässe dann doch besser sein. So dass ich wahrscheinlich auch nochmal andere Leuchtmittel testen werde. Vielleicht die Philips White Vision oder Osram Nightbreaker Laser oder so. Da werde ich mich einfach nochmal ein bisschen informieren. Ja, also als erstes müsst ihr, wie ihr seht, die Gummiabdeckung herausnehmen, die ist nur gesteckt. Und dann ist es wichtig zu beachten, welche Scheinwerfer man hat. Es wurden im Passat bei den Halogenscheinwerfern einmal welche von Hella verbaut und einmal von Valeo. Bei Hella müssen die Leuchtmittel im Uhrzeigersinn gedreht werden. Und bei Valeo, so wie es hier der Fall ist, wird die Glühlampe nur reingesteckt und muss durch Wackeln herausgezogen werden. Und zwar komplett, also samt Stecker und Kabel. Genau. Dann wird halt das Kabel ausgehakt und man kann das andere Leuchtmittel einsetzen. Hier sieht man schön den Vergleich. Ja, die sind natürlich schon blau gefärbt und es ist klar, dass das Licht etwas schlechter ist, weil durch diese starke blaue Färbung natürlich einiges an Licht rausgefiltert wird. Das sollte ja klar sein. Also wenn man viel fährt bei Nacht, dann würde ich die Leuchtmittel nicht unbedingt empfehlen, aber wenn es einem nur um die Optik geht und man vielleicht noch einen ganz guten Kompromiss haben will, dann geht es schon in Ordnung. Also sind doch besser als M-Tech Superbright oder was es da gibt. Es ist ein guter Kompromiss. Ja, also wie gesagt, die Leuchtmittel einsetzen. Ich mache das immer mit einem Tuch, damit kein Fett eingebrannt wird, was die Lebensdauer der Leuchtmittel verkürzen würde. Genau. Dann einfach wieder einsetzen. Das Ganze muss einrasten, das ist ein bisschen fummelig bei dem Wagen, das könnte besser sein, aber irgendwann kriegt man das hin. Ja, und dann sieht man hier das Ergebnis. Ja, also wie gesagt, es sieht wirklich ganz gut aus, finde ich. Je nach Blickwinkel wirkt es tatsächlich schon fast wie Xenon. Es kommt wirklich drauf an, von wo man das Licht betrachtet und die Kamera kann das auch alles gar nicht so gut auffassen. Also wenn ihr nochmal realistischere Bilder sehen wollt, dann schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Da werde ich die Tage wahrscheinlich nochmal eine qualitativ bessere Aufnahme machen, wo man das Ganze nochmal besser sehen kann. Ja, hier habe ich nochmal das Tor zugemacht, sieht man es im Dunkeln. Also schon durchaus weißes Licht und ich denke für 9 Euro kann man es einfach mal ausprobieren. Und wenn es einem im Dunkeln zu schlecht ist, dann kann man ja immer noch zu anderen Leuchtmitteln greifen. Ja, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video auf About Cars. Ciao.